Ja, hallo und willkommen zu einem kleinen Special. Ich hatte wieder Langeweile und habe eben nur mal den Leuten gelauscht, wie die alle Pläne für die Heu 4-Runde machen. Ihr wisst ja, am Freitagabend geht die Heu 4-Runde los und ich spiele so halb echt mit. Also ich mache alles Live-Aufnahme und bin eine Politoffizier. Ich will kaum an Kämpfen oder an richtigen Entscheidungen teilnehmen. Von daher lasse ich die auch die ganze Planung machen, die anderen Leute und so. Und unter anderem habe ich eben gehört, wie die über Panzer reden. Große Kanonen, kleine Kanonen und was noch alles. Aus meiner Sicht, ich brauche halt große Kanonen, weil ich muss halt irgendwie, wenn ich auf eine Konferenz gehe, internationale, muss dann irgendwie die Tschechoslowakei überreden, dass die der Kommentierung beitreten wollen. Da kann halt meine Kanone nicht kleiner sein als von dem dreckigen Schirm, der da rumsteht, ne? Das geht halt nicht. Von daher große Kanonen, go go. Aber ich wollte das auch mit Argumenten dahinter untermauern. Von daher habe ich jetzt mal ein paar Zahlen gemacht und habe mal hier, also ich habe die rausgepickt aus dem Spiel, ne? Und habe jetzt einfach mal geguckt. Die Fragen, die sich mir bei der Produktion stellen, also es ist nicht die Frage, wollt ihr Panzer haben oder nicht Panzer, wollt ihr Panzerzerstörer oder nicht Panzerzerstörer. Die Frage ist nur, welche Panzerhaubitze wollt ihr haben? Das spielt halt sehr schlechte Seiten in der Hinsicht. So, wenn wir jetzt mal die Panzerhaubitzen nehmen, habe ich mir die drei Modelle angeguckt, zwischen leicht, mittel und heavy, um zu sehen, wie die Zahlen sind. Ich habe ursprünglich gedacht, dass sie gerade linear hochgehen, das ist überhaupt gar nicht der Fall. Also leichte Panzer unterscheiden sich von Mediums und von Heavys, aber nicht so, wie man denkt, dass halt, ne, je schwerer der wird, desto größer die Kanone einfach, mehr Panzerung, langsamer und so. Solche die leichten Panzer haben die halt 3,5 Breakthrough, während die mittleren und die Heavy haben halt 3 Breakthrough. Es gibt ein paar Werte, die nicht linear steigen, ne? Das mag auch alles irgendwo Sinn haben und begründet werden und wie auch immer, keine Ahnung. In jedem Fall gibt es tatsächlich Unterschiede, habe ich gemerkt, auch bei der Ölkosten und was nicht alles. Und da habe ich mir jetzt mehr die relevanten Werte rausgeschrieben. Was mich interessiert hat, war, drei Variablen wollte ich wissen, damit ich Entscheidungen treffen kann. Die eine ist, was sind die Ölkosten? Die andere ist, was sind die Kosten für Armor und was sind die Kosten für Soft Attack? Das sind diese drei Variablen, die mich interessiert haben, weil dann kann ich nachher Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, wir wissen, dass mich jemand rushen will und ich brauche früh Panzer oder wir wollen jemanden rushen und brauchen früh Panzer. Beides ist ja okay. Welche Panzerhaubitze ist dann am besten geeignet, damit ich die schnell aufs Feld kriege, unter der Bedingung, dass ich wenig oder viel Öl habe? Solche Fragen kann ich dann beantworten und dann eben richtig Gas geben. So, und wenn man sich die Zahlen jetzt anguckt, ich kann ich jetzt hier mal durcharbeiten, wenn ihr das langweilige Excel-Ding haben würdet, oder ich kann euch einfach mal eine Zusammenfassung geben. Ich mache ganz schnell durcharbeiten, dann die Zusammenfassung. Also ich habe geguckt, ne, was ist hier Stück pro Woche. Also wie viel können pro Woche von einer Fabrik produziert werden, habe ich hier angeguckt. Also eine leichte Panzerhaubitze 0,6 werden von einer Fabrik pro Woche produziert und dann eben 0,46 von den mittleren Dingern und so weiter. Das ist immer eine Fabrik und es skaliert auf eine Woche immer alle Zahlen. So, wie viel braucht man in der Brigade drin von den Modellen? Das hat mich auch überrascht, dass man 24 von den dicken braucht und von den anderen 36. Ich hätte jetzt hier zum Beispiel erwartet, dass man vom leichten Panzer mehr bräuchte als vom Medium, weil man halt, ja, ne, je schwerer es wird, desto weniger braucht man, hätte ich erwartet. Das ist aber nicht der Fall. Also offensichtlich braucht man Medium und leicht halt so eine komische Zahl. Also hier steht es, ne? Leicht 36. Wenn ich jetzt hier vorne den Medium auspacke, ich habe meine Zahlen immer kontrolliert. Es kann durchaus sein, dass man mal Fehler macht, aber ich habe mir Mühe gegeben, ne? 36 jeweils. Und bei dem Heavy sind es halt 24. Ich kann das noch schnell machen, aber es kommt komplett. Ich beweise es nicht bei allem. Ich habe das nachgeguckt. Ihr könnt das gerne checken. Ne? So, auf jeden Fall, das ist schon mal die eine Geschichte. Da war ich überrascht, dass sich hier die Werte ändern, so dass das mal interessant werden kann. So, da habe ich geguckt, wie viel Öl verbrauchen die? Öl pro Fabrik pro Woche. Also, das ist so, dass eine Fabrik den Ölpreis, den ihr im Tech seht, pro Tag verbraucht. Ne? Also, wenn ihr hier im Tech, ich kann euch das gerne zeigen, wenn man das anklickt, wenn man hier bei der Produktion im Tech der gleiche Bildschirm, wenn ich jetzt hier so ein Ding anklicke, den zum Beispiel, also ich hab den Mod gerade an für Dings da. Okay. Also, das hier oben sind die Preise, wenn eine Fabrik das Ding arbeitet pro Tag. Ne? Das heißt, sie braucht dann zwei Öl am Tag. Habe ich jetzt zwei Fabriken pro Tag, brauchen die vier Öl und so weiter. Ne? So muss man das lesen. Ist aber für uns völlig irrelevant. Wir brauchen nur Vergleichswerte, keine absoluten Werte. So, also Öl pro Fabrik pro Woche, ne? Das ist für uns erstmal uninteressant, aber man sieht hier schon, dass die leichten Panzer doppelt so viel Öl verbrauchen wie die Medium und Heavies. Und da muss man aber sagen, dass die Heavies natürlich weniger Modelle brauchen, weswegen sich das wieder ein bisschen ausgleicht. Aber nicht ausgleichen im Vergleich zu den Medium-Panzern. Aber da hören wir gleich auf die Zusammenfassungszahl, die ich gemacht habe, damit es einfacher zu lesen ist. So, Soft Attack. Wie viel Soft Attack bringt eine Brigade mit? Weil am Schluss ist es ja euch ja egal, wie viel Öl es kostet oder wie viel Stück in einer Brigade drin sind. Was euch interessiert ist, wie viel Soft Attack kriege ich denn für das Öl, was ich da aufs Feld bringe? Also wenn ich 100 Öl habe und ich will den meisten Soft Attack herstellen, das ist ja euer Ziel. Wie viel Soft Attack kann ich denn pro Öl pro Klasse herstellen, damit ihr entscheiden könnt, ob er leicht, medium oder heavy spielt, ne? Das ist ja die Key-Variable, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal,
Ich habe nicht genug Ölvorräte, will aber viel Software-Tech aufs Feld bringen. Und deswegen gehe ich jetzt hin und baue jetzt nochmal extra Fabriken und so weiter. Steigen automatisch durch den Fabrikbau auch die Preise, wenn ihr so möchtet, indirekt, ne? Für die Panzer. Oder durch Handel, viele Fabriken wächst auch wieder der Preis gestiegen, sind ja alles Industriekosten irgendwo. Das ist diese eine große Variable. So, auf jeden Fall ist mir das nochmal interessant, pro Brigade den Software-Tech sich anzuschauen. Obwohl ich hier echt überrascht bin von den Zahlen, dass das 46,50 sein soll. Der springt beim Heavy halt ganz schön an. Hier sind kaum Unterschiede. Hier wieder kann man nachgucken. Vielleicht habe ich mich auch wirklich vertan. Ich gucke nochmal ganz flink rein, aber eigentlich dürfte das stimmen, wie ich das gemacht habe. Es kann aber sein, weil ich diese Durchschnittszahlen angeguckt habe, dass ich manchmal auf die falsche Zahl gucke. Aber das will ich nicht hoffen. Also der Leichte hat Soft Attack 46 und der Medium hat 50. Ne, ist richtig. Das ist 4 Soft Attack Unterschied zwischen den beiden. So, wie viele Wochen brauchen wir jetzt, um eine Brigade herzustellen? Für eine Fabrik habe ich dann ausgerechnet. Also eine Fabrik kann in 60 Wochen eine Brigade herstellen. Leichter Panzerhaubitzen, ne? 68 Wochen und 126 Wochen respektive. So, das heißt also, der schwere Panzer braucht doppelt so lange. Also eine Fabrik braucht doppelt so lange, um eine schwere Panzerbrigade aufzustellen im Vergleich zu einer leichten Panzerbrigade, ja? So kann man das lesen. So, hier haben wir Soft Attack pro Woche. Also wie viel Soft Attack kann eine Fabrik pro Woche effektiv jetzt herstellen? Das ist jetzt ein fiktiver Wert, wenn ihr so möchtet. Also keiner, mit dem ihr wirklich im Spiel arbeitet. Aber die Frage bei euch ist ja, also im Early Game wollt ihr ja so viel Soft Attack pro Gefechtsbreite zum Tragen bringen wie irgend möglich. Und im Early Game bedeutet das einfach, erstmal Soft Attack aufs Feld zu spammen. Ne? Später gibt es noch andere Variablen, die da wichtig sind. Nämlich der Gefechtsbreite und so müsst ihr später ein bisschen basteln. Aber am Anfang heißt halt wirklich, wenn ich rushen will oder einen Rush umgehen will, dann ist Soft Attack eine der großen Variablen. Gibt noch andere, ne? Panzerung und HP und Orga und so. Aber die eine Variable, die halt extrem wichtig ist, halt der Soft Attack. Und wie viel Soft Attack kann meine Fabrik am Anfang ausspucken, sagt halt einfach, wie stark ich auch am Boden bin. Das ist einfach jetzt von mir eine aggregierte Zahl, wenn ihr so möchtet. Aber sie gibt halt eine gute Stärketendenz wieder. So, und wenn man das jetzt anguckt, dann kann halt eine Fabrik, wenn sie leichte Panzerhaubitzen herstellt, kann sie halt mehr Soft Attack herstellen, als wenn ihr auf schwere geht. Das heißt, wenn ihr sehr früh sehr viel Kampfkraft wollt, dann ist je schwerer der Panzer, je schwerer die Panzerhaubitze wird, desto weniger Kampfkraft produziert ihr pro Woche. Und wenn Zahlen gerne angucken, ne? Wie gesagt, ich kann mich immer verrechnen oder irgendwo mal einen falschen Fehler gemacht haben. Ich habe einfach die Soft Attack eben durch die Anzahl der Wochen, die nötig ist, um eine Brigade herzustellen, habe ich die geteilt. Und dann kommt er auf diesen Wert. Wichtig ist halt hier wirklich einfach nur die Idee, wie viel Soft Attack kriege ich pro Woche? Und das ist dann dieser relevante Wert, wie viel Kampfkraft spuckt meine Fabrik pro Woche aus? Das ist diese Zahl. Das heißt also, jeder, der rushen will und dann auf Heavy geht, der hat einfach daneben gegriffen, ganz klar, ne? Ich meine, man kann mit allen möglichen später argumentieren, ich mache das aber trotzdem die Heavy, weil ich denke, in die Zukunft, die kann ich später auch noch benutzen, was weiß ich, bla bla bla. Man kann natürlich dann gegen argumentieren, man kann es endlos weitermachen, der Gegner sieht aber, dass er das macht und haut dann die Counter, weswegen der Heavy noch ineffizienter ist und nicht nur weniger Soft Attack ist, sondern auch besser abgeknallt wird. Also da könnt ihr halt endlos diskutieren drüber, ja, aber der Fakt ist, wollt ihr viel Soft Attack mit wenig Fabriken, geht ihr auf leichte Panzerhaubitzen, wollt ihr es andersrum, geht ihr auf die dicken drauf. Jetzt muss man dabei sagen, das ist Soft Attack pro Woche, pro Fabrik, pro 3 Gefechtsbreite, ne? Also wenn ich jetzt im Late Game bin und die Gefechtsbreite auf einmal der Bottleneck wird, und das ist halt, ne, wenn ihr die 80 gefüllt habt oder die 120 und dann mit zwei Seiten angreift, dann müsst ihr natürlich, werdet ihr wahrscheinlich mehr Soft Attack effektiv aufs Feld kriegen, wenn ihr auf die schwere Panzerhaubitze geht. Aber im Early Game wird keiner die Gefechtsbreite 80 auch nur voll kriegen, ne? Und da ist das Early Game ganz klar die leichte Panzerhaubitze unschlagbar in dieser Kategorie. So, aber wie viel Öl kostet die Geschichte jetzt eigentlich? Und das war die überraschendste Zahl für mich persönlich. Also Öl pro Soft Attack, pro Woche, pro Fabrik. Lange Rede. Was ist der Ölpreis, den ich dafür ausgeben will für diese Soft Attack? Also möchte ich einen hohen Soft, also leichte Panzerhaubitze mit sehr hohen Soft Attack kostet mich das meiste Öl. Also ich muss halt eine Unsumme hier auch wieder das mit der Öl. Das ist wieder eine Zahl, die ist einfach nur, um eine Größe anzugeben. Ne? Das ist einfach nur die Öl pro Fabrik pro Woche mal Wochen für eine Brigade pro Fabrik. Ne? Also wenn eine Fabrik daran schrauben würde, bräuchte die halt 840 Öl. Aber das ist natürlich kein Wert, den ihr so benutzt. Ihr braucht nie 840 Öl faktische Seiten, also ne, nicht pro Tag. Und pro Tag ist die einzige Ölvariable. Ihr könnt ja Öl nicht zwischenlagern im Spiel. Das ist ganz eigenartig, ne? Und das ist keine Zahl, die jemals auf dem Feld auftauchen wird. Aber es gibt euch eine Idee, ob ihr einen großen Ölvorrat braucht, wenn ihr auf leichte Panzerhaubitzenstrategie setzen wollt. Und hier war da interessant zu sehen, dass es hier halt eine massive, also immer auf Brigaden ist das auch schon eskaliert. Interessant zu sehen war, dass die mittlere Panzerhaubitze, die Heavy und die leichte Panzerhaubitze massiv abhängt. Also wenn ihr ein Land seid mit Ölproblemen und ihr wollt aus irgendeinem Grund wirklich Panzer spielen,
Ist die mittlere Panzerhaubitze wirklich die Wahl der, also ja, ist eure Wahl. Also was Besseres gibt es da gar nicht. Hat dann einen schlechteren Wert für Soft Attack vielleicht, aber die könnt ihr halt auch besser ins Late Game bringen, weil die halt ans Late Game pro Gefechtsbreite besser skaliert und die haben keine Ölprobleme. Und da ist ja die mittlere Panzerhaubitze wirklich ein mittlerer Weg, wo man massiv auch Öl sparen kann. Habt ihr jetzt am Anfang mein Ding massiv Öl aus irgendwelchen Gründen? Sagt ihr seid Russland oder Amerika, die haben ja keine Ölprobleme am Anfang. Oder seid Venezuela wohl Panzer bauen? Dann würde ich trotzdem die leichte Panzerhaubitze gehen, wenn diese Zahlen hier so stürmisch, wenn ich die verrechnet habe. Ne? Dann könnt ihr euch die Geschichte halt angucken. Wäre jetzt zum Beispiel aber Deutschland, nehmen wir mal ganz klassisch Deutschland, Nazi-Deutschland, die wollen halt so früh wie möglich Krieg führen, alles wegrushen, haben massive Ölprobleme. Wenn die auf die Heavy-Panzerhaubitze gehen, haben die alle Nachteile gleichzeitig, ne? Die spucken so wenig Soft-Attack wie möglich aus im Early Game, was katastrophal ist, weil ihr die Kampfkraft so früh wie möglich braucht, weil ihr alles rushen wollt. Das ist halt Achsenstrategie und die einzige Möglichkeit, gegen die Alliierten zu bestehen und früh auch den Russen rauszunehmen. Und dann haben die massive Ölkosten, die höchsten Ölkosten von den drei alternativen Optionen hier. Und gerade die Deutschen haben keinen Ölzugriff, weil er aus Übersee kommt oder vom Russen, der sich das nachher abkappt und von den Alliierten, das ist der Amerikaner, der es auch abkappt, ne? Und das ist halt katastrophal, wenn ihr als Deutscher auf die Heavy-Panzerhaubitze geht. Es gibt keine schlechtere Strategie nach diesen Zahlen. So, jetzt habe ich mal die Mühe gemacht und das auch mal angeschaut für den Amor so ein bisschen. Das wird ja dann einfacher, wenn man die Zahlen schon hat und die Logik dahinter. Und beim Amor ist es einfach Amor pro Woche, Öl pro Amor. Da ist allerdings jetzt nur die wichtige Frage, das ist mehr so eine Konterstrategie. Was denkt ihr denn, was euer Gegner für eine Strategie fahren wird? Braucht ihr viel Panzerung, braucht ihr wenig Panzerung? Und dann könnt ihr euch hier angucken, was eben für euch dann hier für eine relevante Wert ist. Also Öl pro Armor, die Heavy Panzerhaubitze, die kostet euch am wenigsten Öl. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, der Gegner kommt mit, was weiß ich, leichten Panzern oder nur Infanteristen, also nichts, was wirklich Panzer gut knacken kann, dann wollt ihr ja den Armor-Bonus in eurer Combined Arms Infanterie haben, ne? Und dann würdet ihr logischerweise auf Öl pro Armor hier gehen, wo der niedrigste Wert ist, einfach um Öl einzusparen. Und, oder um hohen Armor pro Woche zu haben. Also wenn ihr Öl habt, würdet ihr auf die Medium gehen in eure Combined Arms, ne? Ihr würdet dann eben Infanteriedivisionen bauen und packt dann einen Panzer, zwei Panzer rein, was eben der Schwellenwert dann nachher wird. Aber ihr würdet das eben mit Medium-Panzern machen, wenn es euch nur um den Armor pro Woche geht. Ne? Wenn der Gegner halt wirklich nicht Panzerknacker oder irgendwas hat, hat der Gegner jetzt ein bisschen, und ihr müsst natürlich Öl gleichzeitig haben, hat der Gegner jetzt dicke Panzerknacker und so weiter, dann müsst ihr halt gucken, inwieweit ihr den Schwellenwert erreichen könnt. Aber da wäre vielleicht die Frage, ob man da nicht auch auf die mittlere Panzerhaubitze geht, wenn man das Öl hat. Ja, und dann kann man weitergehen. Normal hätte ich immer gesagt, ihr wollt eigentlich auf die schwere Panzerhaubitze gehen, wenn ihr Combined Arms spielen wollt gegen einen, der euch knacken könnte. Aber die Zahlen suggerieren, dass ihr im Early Game zumindest die Combined Arms mit der mittleren Panzerhaubitze dann bauen wollt. Was die schlechteste Alternative allerdings ist, wenn ihr auf Early Game Rush gehen wollt. Ne? Also lange Rede, kurzer Sinn. Mit der Tabelle könnt ihr halt jetzt effektiv Entscheidungen treffen, wann ihr welche Panzerhaubitzenstrategie fahrt. Und jeder, der keine Panzerhaubitze baut, den verstehe ich sowieso nicht. Davon abgesehen, ne? Das nur am Rande. So, das war auf jeden Fall, was ich hiermit machen wollte. Ich habe ein paar Zahlen angeguckt. Ob meine russischen Kameraden das machen, habe ich keine Ahnung. Die machen gerade Strategieplanung und alles. Ich bin nur der Typ, der das Parteibuch schreibt und so ein Zeugs. Mehr mache ich nicht. Ich gehe das ganz ruhig und entspannt am Wochenende an. Aber das sind auf jeden Fall Zahlen, mit denen man jetzt wirklich mal sinnvolle Entscheidungen treffen kann. Das könnte man theoretisch noch für alle Variablen durchführen. Für Breakthrough und für Defense und für normale Artilleriegeschütze und mechanisiert und habt ihr nicht gesehen, ne? Und klar, noch Geschwindigkeit bei. Aber ich denke, für die Frage, welche Panzerstrategie man fährt, ist das die relevanteste. Ihr könnt ja auch noch erweitern, ob ihr Chrom habt, ob ihr genug Stahl habt, wie ihr wollt. Aber ich glaube, Öl ist für die meisten Länder, also das deckt halt für die meisten Länder das meiste ab, denke ich, diese drei hier und bleibt dann noch übersichtlich. Ja, das war das. Und jetzt gucke ich mal, was meine Kameraden angestellt haben. Parker meinte irgendwas von 144 mm Geschütz. Nicht sicher, welchen Panzer der da schrauben will. Aber da leuchten die Augen. Wenn ich damit auf die Konferenz gehe, dann werden sogar die Deutschen bei uns mitmachen wollen. So, in dem Sinne dann. Ciao, ciao.